Wir sind letztens auch virtuell zur Sache gegangen, denn wir waren bei Rockstar eingeladen, lieber Matthias und liebe Leute da draußen. Und wir haben uns echt wahnsinnig gefreut. Ein Termin bei Rockstar ist etwas, was man nicht so oft bekommt. Und wir durften Red Dead Redemption 2 sehen, haben es präsentiert bekommen und durften es auch anzocken. Und es war schon ziemlich cool, oder? Es war ziemlich cool, ja. Und endlich mal, das Spiel kommt ja bald raus. Und bis jetzt war es ja eigentlich noch nie wirklich mal zu sehen, außer den paar Trailern, genau, die veröffentlicht wurden. Aber jetzt durften wir sogar eine Stunde oder zwei sogar anspielen. Ja. Und ja, haben großen Eindruck von bekommen. Es fing erstmal mit einer Präsentation an, wo so ein bisschen erklärt wurde, wie das alles funktioniert. Ist natürlich ein Prequel, das spielt vor den Ereignissen von Red Dead Redemption. Und dann wurde uns erklärt, ne, wir sind hier relativ am Anfang des Spiels. Es gab vorher einen großen Bankraub in Blackwater, die Stadt, die man auch aus dem ersten Teil kennt, der aber komplett schief ging für die Dutch van der Linde Gang. Man musste sich dann quasi in die verschneiten Berge zurückziehen und dann fing diese Präsentation an und mit das erste, was man gesehen hat, war John Marston, wie er angeschossen oder verwundet auf einer Pritsche liegt, wo man dann auch gemerkt hat, oh, das ist diese Szene wahrscheinlich in Blackwater, da kriegt man mit, wie er seine Narben bekommt, die er im ersten Teil hatte. Und dann war es eben so, dass man die Gang so ein bisschen kennenlernt, Dutch van der Linde. Und dann mussten wir erstmal oder musste die Gang zu einem anderen Ort reiten. Und das war höchst beeindruckend, weil man durch diese verschneiten Berge. Genau, man kommt aus diesem Lager heraus, das in diesen verschneiten Bergen liegt. Und dann sieht man erstmal das ganze Tal und quasi so die halbe Spielwelt vor sich. Die Sonne bricht durch die Bäume und hinter den Bergen hervor. Also das, was Red Dead Redemption 1 auch immer ausgezeichnet hat. So diese Panoramen. Diese Panoramen, diese Bilderbuchromantik, diese Postkartenromantik, auch dieses Licht, diese Sonnenuntergänge, die ja auch alle dynamisch sind. Ja. Und wo man eigentlich dann immer dachte, so, das könnte ein Call of Duty mit aller Skriptgewalt nicht so beeindruckend inszenieren, wie das hier einfach durch Zufall mal so ist, einfach weil dieses Spiel so extrem gepolished und so gut gemacht ist und das ist von Anfang an so Atmosphäre pur. Das darf man ja auch nicht vergessen, GTA 5 ist ja durchaus auch ein schönes Spiel, aber das wurde für die letzte Konsolengeneration entwickelt. Das heißt, die Basis ist immer noch in der letzten Konsolengeneration und Red Dead Redemption 2 ist jetzt wirklich das erste Rockstar-Spiel, das komplett auf den neuen Konsolen fußt oder auf dieser aktuellen Konsolengeneration. Ja, das ist ja auch unglaublich. Also GTA 5 war ja ist ja für PS4 und Xbox One erschienen, aber war ja eigentlich ein Port, zwar ein sehr guter, aber tatsächlich ist Red Dead 2 jetzt das erste Rockstar-Spiel für die Next Gen, die schon lange nicht mehr Next Gen ist. Genau, das fast schon am Ende des Lebenszyklus im Endeffekt. Aber entsprechend sieht es halt auch einfach geil aus. Man sieht einfach, was die letzten 10 Jahre da gemacht haben. Also die holen jetzt zum Ende nochmal alles raus, was in diesen Konsolen steckt. Und das sieht man überall. Also allein, wenn man da durch diesen Wald reitet. Oder durch den Schnee. Durch den Schnee, ja. Das war der weht und hinterlässt Spuren und alles. Und auch diese Bäume, da ist jeder anders. Ja, das ist nicht wie bei Assassin's Creed, wo jede Palme eigentlich so aussieht wie die andere, sondern der eine Baum ist knorrig, der eine ist schief, der andere ist groß, bei dem einen hängen noch ein paar Blätter drin. Also da sieht man, die haben einfach Liebe zum Detail. Ja. Dafür sind sie auch bekannt. Wir sind auf jeden Fall weitergeritten und wollten einen Zug überfallen mit unserer Gang. Und dann hat sich herausgestellt, wir sprengen halt einfach die Gleise und alles ist gut, wir können den Zug ausrauben. Tja, Pustekuchen, die Explosion hat nicht geklappt, weil irgendwie der Zünder hat nicht funktioniert. Also mussten wir mit Teilen unserer Gang, mit zwei Leuten oder einem versuchen, auf den Zug aufzuspringen. Einer ist gleich runtergefallen. Aber dann hat man schon gleich etwas gemerkt, das wurde uns noch vorgespielt. Man kann den Gangmitgliedern, wenn sie dann bei so einem actionlastigen Teil mit dabei sind, auch kleinere Befehle geben. Ne? Also es ist nicht mehr nur so, dass man alleine agiert, sondern man kann halt dann sagen so, hey Jungs, jetzt geht ihr vor und macht die Action, ich warte noch ein bisschen zurück. Oder man kann halt sagen so, nee, wartet ihr mal hier, ich renne nach vorne. Also ein bisschen wie ein Mass Effect kann man sich vorstellen. Ja, genau. Also man kann alleine agieren, aber man kann den Leuten auch sagen, mach dies, mach das, drück schon mal vor. Schleichen kann man auch zum Beispiel, das ist auch was Neues in Red Dead Redemption, da kann man auch den Kameraden Befehle geben, jetzt mach den schon mal hinterrücks kalt, ich komme gleich nach und so. Also da sieht man auch, dass sie das ganze Spielsystem schon deutlich auch erweitert haben. Mhm. Und dann war es eben so, man hat sich durch den Zug geballert und dann hat man auch tatsächlich den Zug zum Stoppen gebracht und wir haben natürlich nach Beute gesucht. Und da fiel dann auch gleich so ein bisschen was auf, was Rockstar betont hat. Man wird viel mehr untersuchen können, die ganze Welt soll sich interaktiver gestalten.
gestalten. Man kann einzelne Schubladen aufmachen, um Dinge zu finden. Also das ist etwas, was nochmal dazu beiträgt, dass alles ein bisschen glaubwürdiger ist. Und man trifft Entscheidungen. Denn es kam dann nämlich zu der Entscheidung, was machen wir mit den restlichen Leuten vom Zug? Bringen wir sie um? Lassen wir sie laufen? Schicken wir sie mit einer Botschaft davon? Und da gibt es dann so einen gewissen Zeitraum, wo man dann eben agieren kann. Und das hat dann damit auch was zu tun, dass es nun ein Ehresystem gibt. Natürlich ist man ein Outlaw, aber man kann ein krass böser Outlaw sein oder man kann durchaus ein Outlaw mit einem goldenen Herz sein und je nachdem, wie man eben spielt. Genau. Also das wirkt sich nur zum gewissen Grad auf die Geschichte aus, ja. Aber worum es vor allem bei Red Dead geht, ist, dass die ganze Welt auf einen reagiert. Und Das ist so dieser Punkt in diesem Rufsystem, dass egal, wo man hinkommt, die Leute reagieren völlig anders auf einen und eben wenn man eher so der Gutmensch ist, dann grüßen sie einen, und aber halten einen vielleicht für ein Weichei und Können einen denken, na, den kann ich übers Ohr hauen. Und wenn man dagegen der Badass ist, dann haben sie ein bisschen mehr Ehrfurcht, ein bisschen mehr Respekt, ne? Weil man weiß, oder die wissen dann, zieht vielleicht eventuell gleich die Wumme. Und das ist eben auch das, als wir dann auch endlich losspielen konnten, war es halt so, man kann wirklich mit den Leuten viel mehr interagieren. Beim ersten Red Dead war es halt so, dass man ist vorbeigeritten oder man ist denen zu nah auf die Pelle gerückt, dann haben sie halt reagiert. Aber mittlerweile ist es so, du kannst deine Waffe ganz normal wegstecken und je nachdem, ob du die Waffe gezogen hast oder nicht, reagieren sie anders. Das ist ja jetzt nicht wirklich was bahnbrechend Neues. Aber man kann dann Dialoge starten mit Leuten, mit Kutschen, die vorbeifahren oder mit Leuten, die auf der Straße sind. Und dann kann man ihnen zum Beispiel gleich relativ, krumm kommen, sie dumm anmachen, wenn man will. Man kann aber auch höflich reagieren oder man kann sie gleich direkt bedrohen. Und das, sagt Rockstar, bringt eben eine ganz neue Dynamik ins Spiel, weil man eben viel mehr Interaktionsmöglichkeiten hat und dadurch dann eventuell auch auf neue Missionen trifft. Weil auch diese ganze Missionsstruktur nicht mehr so sein soll, dass alles so offensichtlich als Mission erkennbar sein soll. So also das ist, glaube ich, auch das Aushängeschild, glaube ich, von Red Dead Redemption 2, dass du, egal wo du hinkommst, es passiert überall was, du kriegst kleine Geschichten mit, die Leute haben so ihren Tagesablauf oder sitzen einfach bloß da und du kannst mit denen reden und plötzlich hat einer eine Nebenmission für dich, womit du vorher gar nicht gerechnet hast. Genau. Oder es sind auch bloß so ganz Kleinigkeiten. Wir hatten da eine sehr lustige Szene. Ne? Ja, genau. Wir waren in der Stadt unterwegs, wir sind gerade in so eine Stadt reingeritten und dann kommt da halt so ein ziemlich zerfledderter Typ an, ein Bettler, und bettelt halt uns so an und wir kriegen das so mit. Und ich sag so, ja, okay, steige ich halt vom Pferdchen ab und gebe ihm was. Und dann hat der uns auf einmal zugeschweift. Und nicht mehr losgelassen. Ja, du bist dann weitergeritten und der kommt hinterhergerannt und sagt, hey, ich will dich zum Dank umarmen. Komm bitte, tu mir doch den Gefallen. Und lässt nicht mehr locker. Und sagt so, menschliche Interaktion ist total wichtig. Liebe ist total wichtig. Komm, darf ich dich umarmen? Und es hat sich einfach aus diesem Nichts entsponnen. Und das war halt einfach eine wunderbare Szene. Da weiß man natürlich nicht, wie oft sowas in der Welt vorkommt und wie tiefgreifend diese Begegnungen sind, aber wenn sowas öfter vorkommt, wäre das natürlich hervorragend. Was halt auch schön war, dass daraus nicht mehr entstanden ist. Also das war jetzt nicht der Einstieg zu irgendeiner Nebenmission oder so, sondern wirklich bloß so eine kleine Szene, die einfach diese Welt lebendig macht. Und wenn es davon eben viele in dieser Art gibt, dann kann man einfach da Zeit in dieser Welt nur verbringen und nur so kleine Geschichten erleben, ohne jetzt spielerisch daraus Nutzen zu ziehen, aber einfach nur Sachen erleben. Weil es einfach zur Atmosphäre beiträgt und zum Realismus sozusagen und zur Glaubwürdigkeit. Dann waren wir in dieser großen Stadt unterwegs, waren bei verschiedenen Händlern und da muss man dann wirklich an die Regale rangehen und man kann sich dann die Dosen anschauen, Dose Mais, die man kaufen kann. Weil man kann natürlich auch Vorräte kaufen und die kann man dann seinem Lager geben. Dann ist natürlich die Gang happy, dann geht es ihr besser und dann ist es auch so, dass zum Beispiel, wenn die Gang happy ist, eher einen Gangmitglieder auf Missionen begleiten und diese einen dann unterstützen. Wenn mich die Leute in meiner Gang nicht mögen, dann machen sie dies natürlich nicht. Man kann dieses Lager dann auch ausbauen zum Beispiel. Ne? Man muss ja immer wieder mal Nahrung oder kann Nahrung besorgen, wenn man will. Das kann man aber dann auch einfach umgehen, indem man einfach das Lager ausbaut nach einer gewissen Zeit. Dann kann man so eine Kochstelle bauen oder einen Hühnerstall und dann wird eben dafür gesorgt, dass immer genügend Nahrung vorhanden ist, was uns auch zugute kommt. Man kann auch dann dafür sorgen, dass irgendwann Munition im Lager vorhanden ist und man immer Munition sich dort besorgen kann. Das sind auch so Sachen, die also eine wichtige Rolle spielen. In vielerlei Hinsicht auch. Also Red Dead Redemption 2 ist jetzt zwar kein Rollenspiel, aber es gibt so kleine, also man kann überall irgendwas leveln. Den eigenen Charakter, das Pferd, man kann die Beziehungen, die Freunde, den Dead Eye Modus kann man in 4 Stufen ausbauen. Dieses Lager kann man fast schon wie so ein bisschen so ein kleines Anno immer weiter ausbauen mit neuen Gebäuden. Man kann das Verhältnis zu den Gangmitgliedern verbessern, dass die neue Mission für einen haben oder mal auf eine Mission mitgehen, wenn sie einen mögen. Ja.
Die Betonung lag aber auch darauf von Roxo, man muss das nicht machen. Also das ist nichts, was man unbedingt machen muss. Wer will, kann natürlich auch solo dieses Spiel erleben, aber das Camp wird trotzdem immer eine Rolle spielen, weil das da auch im Laufe des Spiels und durch die Story weiterzieht. Und wir haben dann mit dem Camp auch noch eine weitere Mission erlebt, nachdem wir uns quasi frei bewegt haben in der Stadt, wo wir dann auch mal die Polizei auf den Plan gerufen haben. Da merkt man dann auch wieder, dass es ein typisches Rockstar-Spiel ist, weil wenn man dann die Polizei oder die Sheriffs auf den Plan ruft, dann muss man halt in so einem gewissen Radius von denen fliehen, und wenn man lange genug aus diesem Radius ist, dann hören sie auf, einen zu verfolgen. Allerdings erkennen sie einen dann dennoch wieder auf der Straße, wenn man dann wieder ins Dorf reingeht, wegen der kriminellen Sachen, die man angestellt hat. Auf jeden Fall haben wir dann noch eine Mission gemacht, da ging es dann ins Ballern. Wir mussten ein feindliches Lager sozusagen ausheben und haben uns da angeschlichen. Man muss dazu sagen, ins Ballern ging es nur, weil du dich so doof angestellt hast. Eigentlich solltest du ins Lager schleichen. Moment. Ich habe das Schleichen sehr gut gemacht, beziehungsweise erstmal schleichen lassen. Und dann ging es eben darum, ich sollte einen Nacken... Du hast was gemacht. Ja, natürlich. Aber das ist ja auch okay. Also es ging dann ins Ballern. Ja. Rauchende Colts müssen ja auch ein wenig rauchen. Und dann haben wir ordentlich geballert. Da kam eben der Dead-Eye-Modus auch oft zum Zuge, weil die Ballereien sind wirklich auch wieder durchaus, oder sind meines Erachtens durchaus recht anspruchsvoll. Der Dead-Eye-Modus kann abgegradet werden. Am Anfang sucht man sich halt ganz normal selber aus, wo man dann das Ziel treffen will. Später, wenn man den ein bisschen ausgebaut hat, ist es so, dass einem angezeigt wird, wo eine Schwachstelle ist. Dann kann man die gezielt anvisieren und dann den Gegner noch schneller ausschalten. Und das generelle Kämpfen funktioniert auch eigentlich so wie beim ersten Teil, man zielt so ein bisschen in die generelle Richtung und dann ist so dieses Lock-on-Feature, bin ich sehr froh, dass das auch weiterhin drin ist. Was die Waffen angeht, man kann nur eine bestimmte Anzahl mit sich rumschleppen, also da wirklich das, was Arthur Morgan an sich tragen kann, das hat er auch dabei. Ne? Also es ist nicht so wie beim ersten Teil, wo man mehrere verschiedene Revolver dann durchswitchen konnte in diesem Menü. Und sein Pferd ist halt noch das Inventar. Ne? Da kann man dann auch noch Waffen verstecken in Satteltaschen und so weiter und so fort. Das sieht man halt auch. Und das Pferd ist fast schon sowas wie ein eigener Rollenspielcharakter. Ja. Also das war auch was, was Rockstar immer wieder betont hat, dass das Pferd einfach auch für so einen Cowboy der Dreh- und Angelpunkt ist und der Bezugspunkt. Also man kann die Beziehung zu dem Pferd vertiefen. Man kann das Pferd zwar auch wechseln, aber es ist eigentlich so gedacht, dass man so seinen eigenen besten Freund hat. Es reagiert besser. Es lernt ein paar Tricks. Ja. Es wird wie am Anfang, wenn man es zum ersten Mal reitet, ist es ein bisschen störrischer. Ja. Danach wird man so richtig Best Buddies. Dieses Inventar kann man immer weiter ausbauen, dass man da mehr einlagern kann. Man kann, du warst ja gerne auf Jagd auch und hast Hirsche gejagt. Genau, dann kann man den Hirsch so richtig drauflegen. Ja. Oder irgendeinen Gangster, den man K.O. gehauen hat. Genau. Bei mir ist er dann abgehauen irgendwann, weil er irgendwann wach geworden ist und hat er keinen Bock mehr gehabt. Das war ganz witzig. Ja, und dann hat man sich da durchgeballert und es sieht traumhaft schön aus. Das war so eine Holzhütte im Wald und die Sonne ist da durchgebrochen. Und das war kurz zuvor, hatten wir so einen Regenschauer erlebt und das ist halt technisch ist das unglaublich beeindruckend, liebe Leute. Das wird eine Atmosphäre haben. Das wird wunderschön. Was die Ballerei angeht, man muss so ein bisschen aufpassen. Die Waffen können sich auch vom Zustand her verschlechtern. Also die können Abnutzungserscheinungen haben. Man sollte die immer mal wieder reinigen. Das ist wieder so ein kleiner Rollenspielaspekt, von dem du vorhin auch gesprochen hast. Ne? Dass man da kann man vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen. Der Charakter levelt auch, also er levelt nicht, aber er gewinnt Zusatzfähigkeiten, so ein bisschen wie in den Elder Scrolls Spiel. Also wenn man viel schießt oder wenn man viel schleicht oder viel reitet, dann verbessern sich diese Fähigkeiten so nach und nach immer ein bisschen. Oder wenn man Herausforderungen absolviert, also irgendwie töte fünf Gegner mit Schleichangriff von hinten, dann wird da die Fähigkeit auch besser. Also so passt sich auch der Charakter immer ein bisschen der eigenen Spielweise an. Apropos Charakteranpassung, Bart und Haare wachsen von alleine, das ist sehr, sehr cool. Und wenn man dann so einen Vollbart hat, dann kann man zum Barber gehen und kann sich dann einen Schnauzer machen lassen und so weiter und so fort. Aber die Sache ist, das haben sie auch gesagt, wenn ihr keinen Bart habt, dann könnt ihr natürlich auch nicht zum Barbier gehen und euch irgendeinen Bart hinschneidern lassen. Weil es ist nicht wie bei GTA, wo man mit Glatze zum Friseur kommt und mit einem Irokesenschnitt wieder rausgeht. Aber man kann zum Beispiel ein Haartonikum sich kaufen, um den Bartwuchs oder den Haarwuchs zu beschleunigen und all so ein Kram. Das ist schon sehr, sehr cool. Und sogar auch die Figur des Charakters passt sich so ein bisschen dem an. Wenn man zu viel isst, dann kriegt man irgendwann ein kleines Bäuchlein. Oder wenn man zu oft zum Ride-In reitet, ne, dann...
von McDonald's, dann, ja, dann kriegt man so ein kleines Bäuchchen, wie gesagt. Es soll nicht so krass sein wie bei GTA San Andreas, dass man wirklich komplett aus den Fugen geht. Aber man soll das schon merken, auch, dass er, wenn man lange nichts gegessen hat, dass er dann so ein bisschen hagerer und dürrer wird. Ja, Kleidung kann man natürlich anpassen. Man kann Waffen auch optisch verändern. Da soll es auch noch so Zusätze geben, dass man andere Griffe hat zum Beispiel. All das wird möglich sein. Und ja, dann wir haben im Endeffekt eine Stunde präsentiert bekommen, eine Stunde selber gespielt. Das war höchst beeindruckend. Es ist aber durch und durch, und das sage ich, das aber meine ich im guten Sinne, es ist durch und durch ein Rockstar-Spiel. Das merkt man einfach. Es verlässt die Formel des ersten Teils meines Erachtens nicht zu sehr. Es erweitert diese um viele Features, viele kleinere Features, die dann für ein anderes Erlebnis sorgen. Und ich glaube, man kann sich darauf einfach freuen. Ja. Das kann man so sagen. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf. Multiplayer-Modus wird ja erst dann im November starten. Da konnte uns dazu noch nichts gesagt werden. Ich bin gespannt darauf, ob das einen Battle-Royale-Modus haben wird oder nicht. Ich hoffe es mal. Ich würde es mir für das Spiel wünschen. Aber mein Eindruck ist technisch unglaublich wahnsinnig schön. Ich glaube, das könnte das schönste Open-World-Spiel werden, das wir bis dato gesehen haben. Spielerisch ist es ein Red Dead Redemption durch und durch mit vielen kleinen Verbesserungen, sei es jetzt, was die Ballerei angeht, vor allen Dingen, was die Interaktion der Welt angeht. Ich glaube, das kann zu vielen überraschenden und tollen Momenten führen, auf die man sich freuen kann. Und dann haben wir eben noch den Aspekt der Gang, wie man die dann handhabt. Das, glaube ich, wird sich noch zeigen müssen, weil in der Kürze der Zeit hat man noch gar nicht so viel Eindruck davon bekommen, was mit der machen kann und wie man die im Spiel nutzen kann. Ich glaube, das kann durchaus sehr, sehr interessant werden. Ich habe zwar immer noch so ein paar Sorgen, dass es ähnlich wie bei GTA 4 wird, wo man mit Roman, ne, relativ oft genervt wurde. Aber mal schauen. Du hast ja zum Glück kein Handy dabei, wo dich ständig jemand anruft. Ja. Genau. Was ich ein bisschen schade finde, dass man nicht wechselbare Charaktere hat. Ich fand, das war echt so ein Ding. Sie haben uns vorher gesagt, so, es ist ja nicht nur eine Fortsetzung von Red Dead Redemption. Jedes Rockstar-Spiel ist mittlerweile eine Fortsetzung im Generellen und Weiterentwicklung generell für uns. Und ich fand das eigentlich eine super coole Sache. Und gerade bei einer Gang hätte ich mir gewünscht, dass man da auch unterschiedliche Charaktere spielt. Das finde ich persönlich so ein bisschen aber schade. Es wäre eben auch ein anderes Spiel gewesen dadurch. Und ich glaube, genau das, was wir eben nicht gesehen haben, wie sich die Beziehungen zu den verschiedenen Gangmitgliedern entwickelt und dass die vielleicht auch ein bisschen dynamisches Verhalten bekommt, so dass der eine einen plötzlich mag und der andere nicht und dann vielleicht so ein paar Streitereien passieren. Das kann man ja wirklich auch nur erzählerisch auskosten, wenn man ein Charakter bleibt, der eine Entwicklung durchmacht. Also von daher, ich vertraue da einfach mal drauf. Ich vertraue auch drauf. Rockstar, ich habe gehört, die haben den Ruf, die machen nicht die schlechtesten Spiele. Ne?